Es gibt zum Frühstück einen Kaffee und Joghurt mit Quark, Mango und Tresor-Stückchen und Erdnussbutter und ein Glas Wasser. Es gibt Kartoffeln mit Quark, Zwiebeln und Leinöl und ein Glas Wasser. Frühstückszeit, zwei warme Käseschinken-Croissants von Lidl, eine Starbucks-Tasse, einen Starbucks-Kaffee, nein, es ist kein Starbucks-Kaffee, es ist ein Dallmayr-Kaffee aus einer Starbucks-Tasse, ein Glas Wasser und das ist das Frühstück. Es gibt ein Hähnchen-Nudel-Paprika-Auflauf mit Käse überbacken und ein Glas Wasser dazu. Genau, das ist heute mein Mittagessen. Selbiges gab es auch gestern, als ich beim Lehrgang war. Es gibt einen Snack, ein Himbeerwassereis, ein Kinderriegel, ein Energy und einen Kaffee bei sehr stürmischem Wetter. Es gibt Abendessen, es gibt Pfannengemüse, lecker knusprig angebratenes Hähnchen, ein Spiegelei, eine Kartoffel mit Quark, Gurke und Deid. Das Ei war mein Herz. Das Ei ist ein Herz. Na. Es war ein Herz. Es gibt ein Himbeerkokostraum. Ein Himbeerkokostraum, einen Kaffee und ein 7-Up Wasser. Und im Hintergrund. Was? Das muss nicht gehen. Ich küsse das Glas nicht runter. Zum Abendessen gibt es eine Käsebrücke, ein Chia-Butter-Brot vom Lidl Das mit ist sehr weich. Blauschimmelkäse, ein Eierlikör zum Anstoßen, Chilischoten und 17 Oliven und eine Vanilla Coke mit Wodka. Vom silbernen Teller. Das restliche Stück Käsebrot. Das wird jetzt schimmeln. Mal sehen, ja, es hat schon Schimmel angesetzt. Blauschimmel. Und ein Glas Wasser. Es gibt Pommes mit Ketchup und Mayo, Oliven, Peperoni, Tomaten, noch etwas Käsebrot und ein Glas Wasser. Maulwurfskuchen mit Banane. Erdnussbutter, einen Kaffee und ein Glas Wasser und Shiva. So, es ist kein Brokkoli, nein, es ist Blumenkohl. Angebraten und ein Salat mit Oliven, Tomaten und Chilischoten und ein Glas Wasser. Es gibt French Toast. Toastbrot mit Ei. Proteinpulver, Flavor Drops und Zimt, Apfelmus und Cola, Wodka. Zum Frühstück hat mir Sarah arme Ritter gemacht. Vier Toastbrote mit Ei, Zimt, Proteinpulver und Flavor Drops. Es gibt einen Dallmayr Kaffee und Apfelmus und ein Glas Wasser. Und eine Rechnung. Zum Mittagessen gibt es einen Döner. Den meines Erachtens nach besten Döner, den es bei uns gibt. Kostet jetzt 4,50 Euro, haben wir bei 4 Euro. Aber es lohnt sich, denn es ist wirklich ein großer Döner. Mit Kräutersoße und dem Salat komplett. Ich freue mich schon drauf. Zum Abendessen habe ich heute kredenzt bekommen: Brezel à la Lidl, Antipasti à la Rewe, die Salami aus dem Angebot, ein Meerkorn-Roggenbrötchen, eine Langgurke von deutschen Bauern und Melonenwasser.
Wer hätte es gedacht? Es gibt einen Himbeer-Kokostraum bei sonnigen 30 Grad. Es ist Quark-Proteinpulver, Joghurt, ganz viel Himbeeren, ein paar Erdbeeren, Nüsse, Kokos und es gibt ein Ananaswasser dazu. Zum heutigen Abendessen wurde mir lecker Hähnchen angebraten. Es gibt Brokkoli und es gibt eine Frischkäse, Reis, Gemüsepfanne, Töpfchen als Grundlage dazu. Und ich habe schon gekostet und es schmeckt mir sehr gut. Und ein Glas Wasser.